Niederland, Holland. Ja, wir sind wieder am Start. Der eine am Häckseln, der andere am Häckselgut einsammeln. Und meine Lieblingsaufgabe, spazieren fahren. Genau, wieder mit dabei der Franken, Andi und der Gacki spielt. Ich glaube, Gacki spielt Ü18, lädt das hoch, weil nur die Versauerten kommen weiter. Damit gerne an die anderen beiden, was treibt ihr sonst noch Schönes? Wie zum Beispiel der Gacki. Och du, ich bin nach wie vor hier am Schwaden vom Gras und einsammeln. Dann mache ich gleich auch mal wieder meine Lieblingsbeschäftigung, diesen Geld ausgeben. Und so, dann gucken wir mal, was sonst noch so passiert. Und ja, vielleicht erzählt uns ja der gute Andi auch, was er macht. Ich weiß nicht, ob er heute wieder redet mit uns oder ob er immer noch der Schweigegerüste abgelegt hat, werden wir, glaube ich, gleich mitbekommen. Nö! Hallo! Ja, ich wurde doch aufgefordert, meine Schnabel zu halten. Ich meine, ich finde das schon äußerst unverschämt. Wer will meine schlauen Gedankengänge nicht konsumieren? Also, das geht mir echt nicht in den Kopf rein. Also, wisst ihr, ich spreche ja eigentlich Dogma. Ja, googelt es erstmal, bevor ihr überhaupt hier schlau mitredet und so. Ja, also Dogma ist meine Muttersprache. Ja, nur so mal ganz nebenbei gesagt. Es ist, also, ich bin erdreistet. Und, Gacki, ich muss nochmal wiederholen. Was hast du gesagt? Ich bin immer noch nicht über das, Der Schwengel da irgendwie hin. Also mir schwengelt da immer noch irgendwas durch den Kopf. Ja. Also irgendeiner könnte hinterher auf die Idee kommen, dass seitdem ich mit dem Gacki irgendwie was zu tun habe, dass der Gacki schlimmer geworden ist. Ja gut, das liegt aber an dir, da kann man da halt einfach nichts machen. Das ist wie so ein Parasit, weißt du? Manu, nee, ich bin nicht schlimmer geworden. Ich bin offener geworden. Ich kann nur nicht mehr an seriös treffen. Ich werde den Kanal hier. Also, ich hab erst vor wenigen Tagen ein Bild auf Facebook gepostet, das ungefähr den gleichen Status hatte, und zwar stand da drin, ich muss mir langsam angewöhnen, freundlich zu werden, ich bin nicht eh nicht hübsch. Ja. Oh, Alter, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Tja. Aber in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, wir sind bei Samstag, nein, wo sind wir denn? Donnerstag. Genau. High five. Ich hoffe, alle haben das Weihnachtsfest gut überstanden und leben noch. Ich bin noch mittendrin. Also, ich bin gerade in Österreich. Das wolltest du ja wissen, wohin ich fahre. Österreich dieses Mal. Ja, stimmt. Also fährst du doch mal kurz. Ja. Kurz weg. Ja, ja, dann hoffen wir mal, dass du dich nicht da behalten und so. Könnte durchaus möglich sein. Freiwillig, ja, besser aber als Bamberg. Was? Es gibt nichts, was besser ist als Bamberg, weißt du? Vor allem hier in Merkendorf, ja? Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber hier in Merkendorf wohnt der beste Brauer Deutschlands. Weißt du, der wurde prämiert zum besten Brauer. Weißt du, der wohnt hier 3 Meter weg von mir. 98%? 99? Cool. Bitte hört mich auf das Geschwafel von dem Franken. Das kann nicht, genau. Die Franken also, sind und bleiben eindeutig verrückt. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist wissenschaftlich festgelegt. Und die Wissenschaftsstudie heißt Manuel forscht. Also, ich will nicht wissen, was du da so forscht, aber... Boah, liebe Eltern, haltet eure Kinder fest. Das kann nicht gut werden.
Beste Schnitzel, nee, Brauer Schnitzel habe ich schon. Beste Bauer der Welt. Mein Gott. Elias Rittmeier. Ah ja, hier haben wir es. Wenn der So, Moment. ablädt, können wir. Ich mach mal hier ganz kurz, Leute, damit ihr das seht, ne? Weil der komische Kasper, der glaubt mir das nicht. Hier seht ihr das. Deutschlands bester Brauer kommt aus Franken. Hier, der 20-jährige Elias Rittmeier. Ja? Setzt sich in Merkendorf, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, Merkendorf bei Aua. Bamberg, gegen die Konkurrenz der ganzen Bundesrepublik durch. Ja, so läuft das ab hier. So, du Käsebanscher, jetzt halt der Waffel. Große Nachfrage beim Albert Heijn. Ja, bei der Spinnerei. Ja, da kannst Oh, du eigentlich Eier, noch, ne? 6.800. Jo, Tschüss, ich muss Eier Kaki. verkaufen. Ich muss Eier verkaufen. Tschüss. Ach nicht. Du musst erstmal hier weitermachen. Okay, Motor Aua. starten wäre vielleicht gut. Ja, und fa falls sich jemand fragt, warum ich hier mitten auf der Wiese ein Silo platziert habe, Weil die so sieht schön Zwischenlagern. aus. Zum Zwischenlagern vom Zum ganzen Gras. Zwischenlagern. Du lagerst dein Gas zwischen. Ja. Dopenfahndung. Bevor ich es dann verarbeiten kann, muss es ja gelagert werden. Ja. Drogenfahndung. Entschuldigung, der Husten, ich sag's euch. Ja, das Gute ist, dann habe ich was für den Winter zu tun, bis das ganze Gras dann verbraucht ist. Hat man im Winter Zeit genug? Hörst du dir beim Reden zu, oder? Ja, das ist vorher alles genau geplant. Was glaubst du denn? Okay. Aber jetzt, ich hätte da noch so eine Frage. Du sagst, verarbeiten. Inwiefern? Das verrate ich nicht. Ich meine, ist es so, dass du das dann verkaufst bei in kleinen Mengen oder ist es eher so wie ein Kraftwerk, dass du dann qualmst? Also das mit den kleinen Mengen und Verkaufen, das kommt demnächst. Wenn dann hier die Hanfproduktion Einzug hält. Franke, Gas. Verstehe nicht, warum der nicht umdrehen kann, das blöde Scheißding. Das ist kein Scheißding, das ist eine liebevolle Maschine und du behandelst du nur schlecht. Das ist nur Synchron. Nee, der Helfer behandelt ihn schlecht. Ach so. Wenn schon, Ja, denn schon. der Helfer ist hier voll ein Arschloch und so, ne? Mal wendet er mit den Nähwerken und mal nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Ach man. Soll ich dir ein paar Taschentücher geben? Oder? Der neue Kaki hat nicht mehr alle Taschen im Schrank. Die Stimmt, hat. apropos Taschentuch. Ich weiß nicht, ob ihr die Liste der Mods schon durchgeguckt habt, die ich euch geschickt habe. Da gibt es auch eine Taschentuchproduktion. Die könnt ihr Die auch schnell brauche ich. reinlegen. Also, die müssen wir definitiv reinmachen, weil die muss der Manu bedienen. Ja, die muss er auch, weil du da Worte für brauchst. Ja, Passend. ja. Ja. Vielleicht lässt er dann von den kleinen Kindern ab. Nö, Und deinen Schwein. Ja, also die brauchen wir definitiv. Nein. Helfen wir dir wieder hier einmal. Das ist doch voll, wenn man dem Helfer helfen mit zum Aushalten hier. Ja, Aua. ja. Aua. Weißt du? Aber das ist wieder typisch Servicewüste Deutschland, weißt du? Beim Blut abnehmen, weißt du, da kommt die Krankenschwester und hilft dir, ja. Aber geh mal in die Samenbank, weißt du? Da ist nichts mit abzapfen. Zur Hand gehen. Ich sag's euch. Oh Mann.
Das Ziel ist, den Manu kaputt zu bekommen. bis er platzt. Bis einer weint. Oh je. Ja, ich hab schon gehört, der Frank, der hat bald Urlaub. Der fährt ja hier weg. Es gibt so arme Säue wie mich, die müssen dann arbeiten. Oh. Und haben nur den 25. und den 26. frei. Ja, jetzt jammer mal nicht rum. Weißt du, ich habe in den letzten 3 Tagen auch ein bisschen viel gearbeitet. Ja, an dir selber, das möchten wir gar nicht, glaube ich, wissen. Nein, dazu hatte ich weder Zeit noch Lust. Möchte ich das wissen? Nein. Du hast gefragt, du kann ich nichts dafür. Ich habe nach gar nichts gefragt. Aber ich musste mit ganz vielen kleinen... Was war meine Frage? Ich musste mit ganz vielen kleinen Manus arbeiten. Das war noch viel schlimmer. Andi. Ja? Das, was ich die letzten Tage mit Bauchschmerzen erlebt habe, die kannst du gar nicht kriegen. Die kannst du mir auch gar nicht verleihen. Inwiefern? Frag den Gacki. Warte mal. Du hattest Bauchschmerzen und ich soll den Gacki fragen, warum du Bauchschmerzen hattest. Richtig. War da zufällig Vaseline mit dem Spiel? Ja. Gut, dann bitte nicht weiter erläutern. Das reicht mir eigentlich so. Au! Das Doofe ist, er hat mir da eine Geschichte von Vaseline erzählt. Nee, gar nicht. Von der anderen gleitenden Flüssigkeit. Andere gleitende Flüssigkeit. Ich glaube, wir müssen wirklich den gleichen machen. Also Nivea ist das. Ach nee, warte mal, das war das Niveau. Warte mal. Anders. Gleitende Flüssigkeit. Ja, aber er wird sich doch nicht mit Schmierfett eingerieben haben, oder? Aua. Aua. Das kommt davon, wenn du so Sachen erzählst, Mann. Mit dem Nippel in die Lasche rein. So. Können wir jetzt mal die Perversitäten weglassen? Wer ist denn hier pervers? Das fängt erst an, Andi. So. Das wird sich noch sowas von drastisch steigern. Müssen wir jetzt alle auf über 18 gehen? Müsst ihr wissen, ach, apropos über 18, wir müssen dir noch gratulieren. Ach ja! Nö, es gibt nichts zu feiern. Doch. 100 Abonnenten. Wir wünschen dir natürlich noch weitere 100 Abonnenten, junge Frau. Danke, aber das ist für mich kein Grund zu feiern, denn ich mach das nicht, weil ich Abonnenten geil bin, sondern weil ich Spaß am Spiel habe. Weil du so geil bist, ne? Ja, das sowieso, aber weil ich Spaß am Spiel habe und weil ich Freude daran habe, hier zu zocken und das bisschen mitzuteilen und deswegen ist es halt einfach so, wie es ist. Ist ja beide meistens, aber es ist trotzdem ein Meilenstein. Die ersten 100, ja. Deswegen müssen die Glückwünsche sein. Danke, nehme ich trotzdem gerne an, aber wie gesagt, ich persönlich feiere das nicht, weil es ist ja nicht alleine mein Erfolg. Ich meine, im Moment mache ich halt wirklich nur Aufnahmen mit euch zusammen und da gehört der Hälfte des Dankes eigentlich euch. Nee. Komm, Andi. Letzte Runde. Letzte Runde. Wie viel Silage hast du denn jetzt eigentlich schon? Gar keine. Ich muss das einlagern. Fahr mal noch einen Meter. Du wahrscheinlich heute zu Hause gelassen, oder was?
Habe ich doch schon letztes Jahr abgegeben. Wenn der weg ist, ich sag's dir, dann gibt's Probleme. Was soll ich mit deinem komischen Plastikteil da? Da schwängel ich hier schon wieder durch den Gegend. Das gibt's nicht, dieses blöde Helfer-Drecks-Ding da. Okay. Aber wie viel Häckselblut hast du denn bekommen von mir? Sag ich dir jetzt. Einen Augenblick. 156 sind im Lager. Scheiße. 200.000 kannst du jetzt knapp rechnen. Ja, gerne. Danke. Dankeschön. Ja, was kriegst du jetzt dafür? Weil das, ja, Tausender, ne? Tausender nur? Ja, ich weiß nicht, was. Doch, ein Tausender hast du mit dem Gacki ausgemacht, oder? Ach so, ja. Für Silage. Da musst du aber warten, bis ich die Silage produziert habe. Ja, gut. Wow. Ja, sorry, also vorstrecken kann ich das nicht. Oder wie viel? Ich bin gerade ein bisschen überrascht über den Helfer. Ich fahre, ganz kurz, ich fahre ja mit Frontwheelwerk und dem Butterfly. Ja. Und ich habe jetzt hier nur noch einen ganz schmalen Streifen, der genauso breit ist wie das Frontmähwerk und erhebt tatsächlich das Butterfly-Mähwerk hoch. Wow. Nur mit dem Frontmähwerk zu machen. Was? Achso, Leute, soll ich euch mal das neue Tiermenü zeigen? Das hat der Kaki ja hier schon angesprochen. Und wie ihr seht, die Schweine brauchen Wasser. Ja, ganz dringend sogar. Dann schluck du, Luder. Nee. Ach so, du meintest nicht dich, sondern die. Ah, okay. Nee. Ich meinte gar nichts. Ich habe nur gesagt, die Schweine brauchen Wasser. Denn ich denke nicht zweideutig. Ja, verschluck dich euch. Hilfe einmal. Ich bin immer lieber von anständig. Ach komm, hör doch ob. Nö. Wer soll dir das denn glauben, Herr Franke? Du. Bestimmt nicht. Deine Mama. Die glaubt dir das erst recht nicht, weil mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, die können nicht normal sein. Dann. Und meine Mutter ist in Bayern zurzeit. Ja? Ja, ich hab's schon gefragt, ob sie das überhaupt wieder rauslassen. Ja, und? Ich weiß es noch nicht, ich habe noch keine Rückantwort. Okay, aber wie ist sie da überhaupt eingekommen? Ich würde glatt sagen, mit dem Auto. Ja, aber dann an den schwarzen Grenzübergängen, oder? Bestimmt. Illegal eingewandert. Ja, bestimmt. Ja. Wie gut, dass sie meinen Kanal nicht guckt. Ja. Dann würde ich mich wieder mit der Bratpfanne kriegen. Oder sie hätte ich nochmal abgetrieben. Ja, oder so. Vielleicht ein bisschen spät, aber. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass er alles noch gut werden kann. Okay, das war böse, sorry dafür. Ach, hör doch auf rumzuzicken. Ja. So, jetzt haben wir hier noch Häckselgut und das ist scheiße. Nee, Häckselgut ist was anderes wie scheiße. Aus Häckselgut wird irgendwann mal scheiße, das ist richtig, aber erst nach dem Gern. So, okay, Wasser haben wir aufgefüllt. Ja, Leutchen, wir sind schon wieder bei 19 Minuten. Wir haben uns genug Scheiße angetan heute. Ach, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Der Franke hat heute wieder voll rausgehauen. 5 Minuten hat er alleine schon gequatscht zu Anfang. Von mir habt ihr nicht viel gehört, außer das ganze Gekicher. Aber so viel Bauchschmerzen, was ich heute Abend dann wieder kriege, muss ich überlegen, dass ich die beiden da nicht anzeige. Schaut rein beim Gacki-Spiel, schaut rein bei Franken Andi und lasst gerne Kommentare da. Schreibt uns einfach, wie es euch gefallen hat. Bis denn. Ciao, ciao. Ja, dann bedanke ich mich auch recht herzlich fürs Einschalten. Ein Däumchen wäre ein Däumchen. Das sage ich doch so gerne. Und sonst hätten wir nichts mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, auch von mir. Tschüss, am Samstag geht's weiter. Wir sehen uns hoffentlich da wieder. Schaltet ein, guckt rein, guckt bei den anderen beiden vorbei. Und ja,
bis dann zum nächsten Mal.